Willkommen bei zur Vorschau. In diesem Video besprechen wir denn die besten Wurmboxen im Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen die besten Wurmboxen im Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Anker Sur & Core. Als Gewinner wird die Sur & Core von der Firma Anker implementiert. Der mobile Bluetooth-Lautsprecher glänzte mit einer außergewöhnlich langen Akkulaufzeit von rund 24 Stunden. Um diese Akkulaufzeit bieten zu können, wurde ein 4400 mAh-Ion-Akku in das Guardkit eingebaut. Dies kann einfach mit dem mitgelieferten Ladegerät aufgeladen werden. Können Sie dank des doppelten 3-Watt-Fahrers mit einem dedizierten Bassboard und dem unterstützten Advanced Audio Distribution Profile A2DP kann dieses Gerät exzellenten Stereo-Sound erzeugen. Um Zug auf Nummer 4 haben wir die JBL KG3. Auch die KG3 von JBL konnte überzeugen. Dank des 6000 mAh Akkus bietet der Lautsprecher eine Laufzeit von bis zu 20 Stunden. Es gibt auch die Möglichkeit, es als Powerbank zu verwenden und Ihr Handy oder Tablet aufzuladen, während die Musik abgespielt wird. Zwei wenig eingebaute Subwoofer sorgen für einen satten Bass und einen insgesamt wirklich hochwertigen Sound, wenn Sie zahlreiche Modelle haben. Auf Platz 3 haben wir die Auna Roddy. Die Auna Roddy ist eine kleine, aber große Boombox, die früher unter dem Namen Ghetto Blaster verstanden wurde. Neben der Möglichkeit, das Produkt über Bluetooth zu verwalten, haben sie auch den Vorteil, dass sie CDs direkt im Guardkit mit dem eingebauten CD-Player abspielen können. Weiterhin bietet es die Chance, hören Sie das Radio und MP3s, die auf einem USB-Flash-Laufwerk liegen, um über den integrierten USB-Anschluss zu spielen. Um Zug auf Nummer 2 haben wir die Logitech. Das kompakte Modell von Logitech ist ein kleiner Bluetooth-Lautsprecher. Mit den Abmessungen 21 bis 17 bis 9 cm passt die Mini-Boombox definitiv zu jedem Rucksack und kann deshalb ein konsequenter Begleiter bei Spaziergängen oder Ausflügen sein. Auch machte sich das Gewicht von nur 200 Gramm in einem gepackten Rucksack fast nicht nachweisbar. Jede Art von Mobiltelefon oder Tablet kann über Bluetooth verbunden werden, sodass ca. 10 Stunden Musik drahtlos abgespielt werden können. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Sony ZSRS70BTB. Das digitale CD-Audio-System von Sony überzeugte im Test pauschal und bietet eine hervorragende Funktionsvielfalt. Egal, wie Sie Musik hören möchten, dieses Design lässt fast nichts zu bevorzugen. Sie können Ihre CDs abspielen, Ihren USB-Stick an MP3s anschließen oder das Audiosystem über Bluetooth mit Ihrem Smartphone verbinden, um Melodien über Streaming-Dienste abspielen zu können. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.